So, Checker-Freunde. Mahlzeit. Kevin wollte einen auf seriös machen, was ja, dann geht. Seriös ist immer schwierig bei uns. Weil wir sind in München. Was machen wir in München, Mario? Geiles Auto holen. Ja, nur was für ein Auto? Soll man das verraten? Nein, oder? Ja, doch. Also wir sind jetzt gerade aktuell im Golf R unterwegs. Kommt natürlich standesgemäß an. Da wollte eigentlich die Navi-Adresse gar nicht haben. Ja? Ich sagte, da wollte eigentlich gar nicht hinfahren. Ja. Ich fahre nicht zu BMW. Im VW zu BMW. Und holen dort BMW M2 Competition ab. In welcher Farbe? Das verraten wir noch nicht. Okay. Dann warten wir da noch ab. Wir sind jetzt gleich da. Ja. Wir haben ein Paket gebucht. Und zwar welches? Das höchste, was es gibt, Exklusivabholung. Das beinhaltet was? Schwäbisch vollgetankt. Ja, das ist aber nicht das Einzige. Wir bekommen eine Werksführung. Ja. Da können wir euch aber leider nicht mitnehmen. Dort darf man nämlich nicht filmen. Das machen wir schon irgendwie. Und wir bekommen das Fahrzeug, in welcher Farbe, beziehungsweise der Mario bekommt das Fahrzeug, in welcher Farbe verraten wir noch nicht, in einem extra bereitgestellten Bereich. Genau. Oder eine Für uns ganz alleine. Ja. Sind wir mal gespannt. Schauen wir mal. Also, wenn wir schon einmal so ein Auto holen, haben wir gesagt, dann machen wir das gleich richtig. So sieht's aus. Ne? Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir euch mit. Jetzt fahren wir noch voll hin. Wir haben noch knapp 1,2 Kilometer. Ja. Dann sehen wir uns dort, wa? Eingang. Genau. Jetzt kriege ich langsam einen Herzklopfer. Das glaube ich dir. Also. Bis gleich. Ja, Schnarrer. Was machst du, ey? Jetzt. Oh, rechts. Tasty Beats. Freunde, jetzt sind wir hier in der BMW-Welt. Ne? Schaut mal, schon geil. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, bis 15.30 Uhr, bis wir den BMW M2 Competition abholen. So, im Hintergrund hier, neues 7er V12. Jo, geil. Läuft. Dann wollte ich euch das nochmal schön zeigen. Nochmal hier. Schon lässig. Also, wir sehen uns weiterhin noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier. So. Weiter geht's, liebe Checker-Freunde, BMW Welt München. Ja, wir sind jetzt hier bei der Gravur im BMW Lifestyle Shop. Da müsst ihr echt mal vorbeischauen. Das sind echt alles super tolle Mädels. Und erstens hat man jetzt, wenn man die Premium-Abholung hat, bekommt man so hier so einen Token. Und das Coole ist jetzt, den kann man individuell, wenn man das jetzt hier sieht, gravieren lassen. Jeder kann sich jetzt wahrscheinlich denken, was für ein Fahrzeug wir holen. Und wir haben es ja schon gesagt, von dem her. Das bekommt man auch dazu, das ist im Preis mit drin, was jetzt natürlich ganz lässig ist und das haben die jetzt noch nie gemacht. Ich habe mir diesen M2-Schlüssel gekauft und habe mir jetzt hier praktisch den Namen einfräsen lassen und das haben die jetzt wirklich individuell gemacht und das finde ich cool zum Thema BMW individuell. Ja? Also schaut im Lifestyle-Shop vorbei, die Mädels hier sind alle klasse. Jo, jetzt gehen wir weiter und jetzt haben wir bald Fahrzeugabholung. Bis nachher. Hallo Mario. Dritter Stock. Steht da irgendwo was? Nö. Aber wir sehen es gleich. Jetzt steigt langsam der Puls, um den M2 Competition zu holen. Allerdings haben wir gedacht, wenn wir es machen, dann machen wir es mit Steam. Und das in dem Fall über die Premium Lounge. Komm mal mit. Ja, wie ihr seht, haben wir Premium genommen. Das heißt, wir haben auch, wie schon vorher gezeigt, wenn man Premium hat, bekommt man diesen Token, ne? Und
Man kriegt dann nachher einen speziellen Platz, wo man das Auto in Empfang nimmt, mit vielen Monitoren, man kriegt Zeugs erklärt. Und jetzt laufen wir einfach mal vor zum Wartebereich, da werden wir abgeholt. Und dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen, wenn wir das Auto kriegen. Übergabe, bis gleich. So viel zum Thema Premium Lounge. Den quälst du, Hanne, schon hier? Exklusive Abholung. Mal hochgucken, wie es da aussieht. Ne? Lauter eigene Bereiche. Voll cool. Das läuft. Hashtag. Wenn wir noch ein Stück weiter geradeaus gehen, auf der rechten Seite. Nehmen Sie doch am besten einmal Platz. Das ist cool. Ah, da gibt es schon gerne die Konturen. Und wenn Sie jetzt auch noch den Token dabei hätten, den runden USB-Stick? Ja. Ich habe jetzt keinen Token. Was da das Schöne ist, den einmal mit dem Logo nach unten auf die mittlere Vertiefung legen. Hier? Genau, mit dem Logo nach unten. Euer Pass. Ach, so rum? Genau so rum, ja. Ah. Kurz ein bisschen nach oben schieben. Oh, ja, genau. Ah, ja, geil. Sollt Ihnen das Fahrzeug so bekannt vorkommen, keine Sorge, die Farbe wirkt hier immer einen Ticken heller. Ja. Sie haben es ja schon auf einem anderen Bild auch gesehen. Das Ganze ist natürlich digital immer was anderes, als wenn Sie es dann später am Fahrzeug direkt sehen. Auch keine Sorge, das Kennzeichen ist hier noch nicht das Richtige. Ein bisschen was muss man sich ja dann doch fürs echte Fahrzeug noch offen lassen. Ja. Aber der Rest, nach den 2000 Kilometer hat er dann den Service. Genau. Ja. Nach dem Service ist auch erst das Thema Launch Control freigeschaltet, ja. Genau wie auch die Höchstgeschwindigkeit. Okay. Mhm. Das warten wir ab. Kriegen wir rum die Zeit. Denke ich auch. Schon mega, ey. Also. Dann hat man es auch so ein bisschen kennengelernt, das ja. Fahrzeug. Ansonsten zum Thema Scheinwerfer. Eher ein praktisches Thema. Haben Sie auch einen Fernlichtassistenten? Würde ich Ihnen wirklich empfehlen, wenn Sie im Dunkeln unterwegs sind, übernimmt das Auf- und Abblenden für Sie. Kann auch je nachdem, ob das Fahrzeug entgegenkommt, vor Ihnen fährt, den jeweiligen Schein. Sehen Sie öfter Videos? Ja, also ich teste viele Autos, auch auf andere Hersteller, aber auch BMW. Jetzt den X5 hatte ich vor kurzem. Jetzt kriege ich den neuen 3er, den Z4 zum Testen. Spannend. Auf YouTube. Ja. Ich sage nur 5 Millionen Aufrufe auf YouTube. Geil, Mario, nicht so bescheiden, man kann ruhig auch mal sagen. Nee. Machen wir so. Das sind wir bescheiden. Natürlich dann auch, dass man die Möglichkeit kriegt, die Fahrzeuge meistens zu testen. Das ist das Schöne, ja. Also die kommen wirklich auf mich zu und sagen, mach mal ein Video. Ich mache es halt so, wie ich es denke und nicht so, wie es die gerne hätten. Das ist aber auch das Wichtige, und das kommt genau. Es irgendwann nicht mehr realistisch rüber. Genau. Und das auf Schwäbisch. Und wie ist Ihre Meinung zum X5? Gut, technisch gut, ja. Also muss ich sagen, ist ein tolles Auto, ist ein Riesenauto. Aber ich teste auch sehr viele Assistenzsysteme, auch von allen Marken, und muss sagen, das macht er echt gut auch. Also von auf. Ich habe vorher den Touareg gehabt und den Q8, ist ein guter Vergleich. Und da braucht sich der, also ja, da Stärken, da Schwächen, aber tolles Auto. Wäre mir jetzt persönlich zu groß, weil es ist schon ein Monster. Kommt immer je nachdem drauf an, wo man unterwegs ist. Und für was, im ja. Im ländlichen Gebiet hat man ja nicht das Problem, dass man jetzt nach Parkplätzen sucht. Nee, nee. Und wenn ich im Zentrum, könnte es schwierig werden. Doch. Okay. Aber das kommt natürlich auch mal drauf an, ob man eine eigene Tiefgarage hat. Dann wird es auch schon wieder gehen. Hältst du die ganze Zeit drauf? Ja, klar. Wir laufen schön die Steppchen runter. Okay. Ach, da kann man runterlaufen. Ah. Wir müssen noch ein Ticken weiter, weil es wie gesagt etwas separat steht. Jetzt sind wir doch mit. Ciao, danke. Okay. Hier lang? Genau, einmal hier entlang. Und dann reiche ich mich kurz vorbei. Waren wir nicht aufgeregt? Ja, es geht. Ja? Hier. Customers only. Ist da auch? Ah. Nach Ihnen. Danke. Das Video gut machen, ja. Ich hoffe es. Ach, wir haben jetzt erst gedacht, es sei da drüben. Ah, noch ein Stückchen separat. Aber noch? Sie werden schon später sehen, weshalb ich will ja gar nicht so weit gehen.
Oh Mann. Ja. Frauen wissen, wie man die Männer quält. Ja, vor allem, wenn dann noch das neue Auto da. Wo ist er denn? Ja, da guck, ne? Ja, gell? Gerade bei Sonnenschein sieht der Vierzylinder auch immer noch. Das ist schon cool. Ist schon ein cooles Gefühl. Also. Wie lange haben Sie jetzt auf das Fahrzeug gewartet? Oh, gute Frage. 4 Monate? 4 Monate, ja, so ungefähr. Es hat, ja, vor allem wir fahren in 5 Wochen eine M-Tour und das sollte ja schon eingefahren sein. Das wird sportlich. Okay. Unser Aufzug ist der, unser Ziel ist der Aufzug einmal gegenüber. Ah, okay. Hallo? Jo, bist du noch da? Das ist nicht hier, ohne Schuss. Okay. Und gerade bei dem Fahrzeug, gerade bei der Farbe, bietet sich das auch an. Oh, wird wahnsinnig. Oh. Brauchst du einen Schluck Wasser? Oder? Ja, Exklusivraum. Der ist sogar frech. Hält jetzt die ganze Zeit da drauf. Aber voll. Muss ich das schneiden? Das lässt du voll durchlaufen. Oder im Zeitraffer. Oder im Zeitraffer. Ach, ich krieg schon ganz, ich krieg schon ganz feuchte Hände. Mach mal deine Augen zu. Dann, Sie können die Augen noch offen lassen. Ja. Nehmen Sie doch am besten Alter, ist das geil. Einmal auf den Sofaplatz. Ich würde Ihnen ein Gläschen Champagner anbieten, wenn Sie wollen. Gerne, ja. Wunderbar. Champagner. Alter, guckst du dir an, hey. Das ist ja der Hammer hier, oder? Hast du es gesehen? Boah, ich raste aus. Da waren wir nicht. Ich vermute. Ich glaub's aber nicht. Ich weiß nicht, da hinten steht er. Safe steht er dahinter. Kannst du durchgucken? Aber sicher. Da steht. Safe? Da. Da dahinter. Stimmt's oder haben wir recht? Steht der safe da dahinter, oder? Da könnten Sie sogar zufällig recht haben. Oh Mann. Sie könnten Sie mir auch flüstern, wenn Sie es nicht laut sagen wollen. Aber jetzt trinken wir auch schon mal einen Champagner. Ist gut. Ich werde sowas von gequält. Wir haben vorher schon echt gerätselt, ist es dieser Platz da hinten, ist es da mit diesen Blumen und keine Ahnung. Und die Farbe rosa war richtig, oder? Ja, okay. Ja, das ist richtig gut. Och! Ja, genau. Du wolltest ihn trotzdem nehmen, sei ehrlich. Ich sitze ja drin. So sieht's aus. Gute. Macht exklusiv Advance bitte, ja, also das volle Programm. Nimmt die paar Euro dazu. Ihr rastet hier aus, ey, ohne Spaß. Geht's noch oder zählt das schon? Jetzt kommt Alkohol ins Spiel, jetzt geht's gleich besser. Oh, danke schön. Ich bringe auch gleich noch ein paar Vitaminchen. Vitaminchen? Gumm hier, Kameramann, du darfst schauen. So, Kameramann, Mario aufs Auto. Aufs Auto, hm? Oh Gott, das hilft, ja, das beruhigt. Vitaminchen. Der Energiepegel zwischendrin zu niedrig sinkt. Und damit müssten Sie sich eigentlich noch einmal umsetzen. Ich würde den Platz hier drüben eher mehr empfehlen, denn wie nachdem du trunken hast. Vermutet hatten. Müssen Sie einmal hier rüberschauen. Das ist schon echt eine Quälerei, gell? Ja. Also es ist unglaublich der Raum. Also das ist echt mega. Das ist echt mega. Jo, Alter. Hm.
Alter, ist das geil. Darf ich ihn? Oh, ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Das ist doch der Berner, oder? Mal los. Ah, geil. Ach, die Farbe ist doch krank, oder? Gerade wenn sie da draußen in der Sonne steht, ist man natürlich noch besser. Da wird sie dann fast noch einen Ticken heller. Ja. Ich habe ihn so in live nie gesehen. Ich habe nur Bilder. Ich hatte ihn erst in blau und habe mich dann kurzfristig noch umentschieden. Und weil mein Sohn die Lieblingsfarbe Orange ist. Und dann passt es natürlich. Er weiß es noch nicht. Und er denkt, er ist blau. Und jetzt ist er doch Orange. Ja. Aber Sunset Orange ist wirklich eine sehr, sehr geile Farbe. Boah. Mit dunklen Wellen mega. Und eben dunklen Elementen mega. Kombiniert, hat man einen super Kontrast und er wird nicht so oft in der Farbe bestellt. Und das macht ihn natürlich noch... Alter, guck dir, mal das, guck dir mal das Ding an. Hammer, absoluter Hammer, oder? Geh mal auf, guck. Kennzeichen ist egal. Kennt eh schon jeder. Das Kennzeichen ist auch gut, ne? Ja. Ein B-Noch-Vektor passt, ein und zwei. Aber das kann man natürlich nicht beeinflussen. Einfach Buchhalter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Danke. Sauber, verdient. Cool. Hammer. Wenn Sie schon so dastehen, würde ich kurz die Motorhaube aufmachen. Bitte. Ich brauche noch ein Stück zum Trinken. Hm? Ah, das ist schon eine coole Location hier. Vor allem so ruhig alles. Wahnsinn. Hammer. Wahnsinn. Yo. Das wird Ihnen wahrscheinlich ja schon bekannt sein. Nur zu gut. S55 Motor. In deinem M3, ne? Right. Hammer. An sich ein ingenieurstechnisches Kunstwerk, ja, das Ganze hier auch unter die Motorhaube vom M2 einzupassen. Hat jetzt auch die Carbonstrebe, wie man sie vom M3, M4 schon kennt. Finde ich mega. Man kann es gar nicht so greifen noch, dass es jetzt, dass der jetzt endlich da ist. Es ist so... Und das ist dann auch noch... Ja. Ich glaube, das dauert wahrscheinlich noch, bis sie dann auf dem Heimweg unterwegs sind. Ja, jetzt gehen wir noch essen und dann immer noch. Ja. Bevor wir essen gehen, sagst du jetzt noch zwei Worte an deine Community. Dann machen wir eine kurze Pause und genießen alleine. Ja. Schafft halt, genießt es, kommt mal hierher, bestellt so ein Auto. Es ist unvergesslich. Ja. Bis später.
Ja, Checker-Freunde, M2 Competition ist abgeholt, ein Mega-Erlebnis. Man kann es echt nur empfehlen, macht diese Premium-Adventure-Abholung, also nicht nur Premium, sondern nochmal das einen Ticken oben drauf. Wir gehen jetzt gleich, wenn du mal rumschwenkst, ins Bavaria, da ist dann auch noch ein Sterne-Essen dabei. Immer lecker essen, dass man wirklich alles perfekt mitnimmt und wirklich das Paket komplett rundum macht, also wirklich rund macht. Ich bin immer noch total weg, nicht vom Shampoos. Ja, war geil, also kommt mal vorbei in der BMW-Welt, nimmt ein Fahrzeug hier mit, macht Abholung und nicht Händlerübergabe. Es lohnt sich echt. Ich bin echt überwältigt. Du auch, Kevin, gell? War mega, auch in diesem Raum da unten drin. Ihr habt es im Video gesehen. Man muss das echt live erleben. Es ist geil, einfach geil. Ja, jetzt machen wir noch was fürs Bäuchle. Und dann werden wir nachher noch schon auf der Heimfahrt noch schon ein, zwei Videos anhängen. Ne? Und dann war's das. Danke, BMW, für dieses geile Auto und für diesen geilen Tag. Ciao. Danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch drei Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald, eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao.